Ist das Mr. Biggles zu Hause? Ich glaube schon. Er hat angeblich Beweise gegen Harlow. Wir müssen mit ihm sprechen. Oh. Wieso musste er die... Alles in Ordnung? Wir suchen Mr. Bickle. Mein Mann ist tot. Er hat ihn getötet. Oh, tut mir leid, Mrs. Bickle. Wer hat ihren Ehemann getötet? Theophilus Harlow. Da bin ich mir sicher. Er bedroht meinen Mann seit Wochen und... Wo ist mein Sohn? Wo ist Archie? Hm. Ich will nicht zu düster sein, aber könnte Harlow ihn entführt haben? Archies Tasche ist weg. Also ist er vielleicht nur ausgebüxt. Hoffentlich streift er nur durch die Gegend wie so oft. Ich hoffe, er war nicht hier als Harlow. Als mein Mann. Wohin könnte Archie gegangen sein? Er hat ein kleines Versteck im Wald. Südlich von hier. Er geht nie weit weg, aber wenn er gesehen hat, wie Harlow seinen Vater etwas angetan hat. Ich habe Angst, wegzugehen, falls er wiederkommt. Hm. Können Sie mir noch mehr über Harlow erzählen? Ach, er ist Victor Rookwoods rechte Hand. Ein erbärmlicher, grauenhafter Schuft. Grausam und blutrünstig. Welchen Grund sollte Harlow haben, ihren Mann zu töten? Mein Mann sah sich Harlows Geschäfte genauer an und fand heraus, was er im Schilde führt. Ich habe ihn angefleht, es gehen zu lassen, aber er war überzeugt, dass... Wir finden Ihren Sohn, Mrs. Bickle. Danke. Oh, was tue ich nur? Sorgen Sie sich nicht, Mrs. Bickle. Wir bringen Archie zurück. Darf ich Sie etwas fragen, Mrs. Bickle? Ich beantworte, was ich kann. Wir finden Ihren Sohn, Mrs. Bickle. Danke. Oh, was tue ich nur? Okay. Als ich den Brief zu Officer Singer brachte, erzählte sie mir von Mr. Bickle. Er hatte dasselbe getan wie wir, Officer Singer mit Beweisen versorgt, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich wollte mit ihm darüber sprechen, was er herausgefunden hatte, aber es war zu spät. Was sagt Officer Singer zu dem Brief, den du gebracht hast? Sie hat sich bedankt, aber das reichte offenbar nicht, um sie zu überzeugen. Schade, dass Hippogreife nicht sprechen können. Wolkenschwinge könnte die nötigen Beweise gegen Harlow liefern. Wir brauchen noch mehr. Revelio. Das muss das Versteck von Archie sein, das Mrs. Bickle erwähnt hat. Archie? Archie Bickle? Sowas hätte er nicht... Schwarzer Hebride. Handbuchseiten. Der schwarze Hebride ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann. Eine große, grobe Schuppe, die ursprünglich zu einem dieser Tierwesen gehörte, zählt zu den wertvollen Besitztümern, die Archie Bickle in seinem Versteck aufbewahrt. Jemand hat hier nach ihm gesucht. Hm. Revelio ist die einzige Chance, herauszufinden, wohin er ging. Da! Archies Fußabdrücke! Erst hier lang! Ein bisschen Geld verloren hat er noch nebenbei. Hätten wir Archie nicht längst finden müssen? Wenn er verfolgt wird, rennt er wahrscheinlich weiter. Wenn es wirklich Harlow ist, der ihn verfolgt, kann ich nur hoffen, du hast recht. Männer wie Harlow würden ein Kind ohne Zögern umbringen. Wir müssen Archie schnell finden. Wölfer! Mach dich kampfbereit. Ich bin ja Apotheke. Ach hier. Ich bin ja Apotheke. Ich bin ja Apotheke.
Eisbudel begegnet. Sehen wir uns mal um. Revelio. Archies Tasche. Archies Tasche? Warum ließ er sie zurück? Er war bestimmt auf der Flucht vor Harlow und abgelenkt. Hier könnte sich Revelio wieder lohnen. Akir, Wingardium Leviosa. Defendo. Expelliarmus. Constringo. Akir. Leviosa. Revelio. Safe Call ist der hier, Alter. Hey Justmeister, was ist denn hier los? Wir streamen ein bisschen. Hogwarts Legacy. Versuchen die letzten Quests zu machen. Wir müssen ja noch ein bisschen was machen. Bevor wir durch sind. Und da bin ich gerade dabei. Ein paar Nebenstories zu machen. Alles zu erkunden. Ich werde die... Ich wäre die Platin-Trophäe auf jeden Fall in dem Game und eigentlich alles machen, was so geht. Ja. Alle Nebenstories und so weiter und so fort. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Harlow verfolgt Archie bestimmt nicht ohne. Bevor der Multiplayer kommt, ja. Was Archie wohl gesehen hat. Hoffentlich nicht, wie Harlow seinen Vater getötet hat. Stabil, danke, Justmeister. Davon würde er sich nie erholen. So, der Einzige, der das stabil findet. Kuss geht raus. Guck mal, da ist noch eins. Hier war ich noch gar nicht. Eine Weggabelung. Wir brauchen wieder Revelio. Verschiedene Fußspuren. Oh, Harlow hat ihn hier eingeholt. Das ist nicht gut. Sie sind hier lang. Hier lang, oder was? Hab keinen Plan von Harry Potter. Ja, ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass sie gar nicht Harry Potter gucken. Ui. Leviosa. Dann fangen wir mal schnell. Testrale. Die sind wunderschön, nicht wahr? Hast du sie auch, Testrale? Ich habe den Tod gesehen, als ich 9 war. Hm. Und kurz darauf das erste Testral. Das hat mich getröstet. Tut es immer noch. Ich denke, wer wie wir den Tod gesehen hat, verdient etwas. Nice. Fang. Muss ich mehr von fangen. Die bringen zwar alle nur das gleiche Geld. Leviosa. Tut mir leid, dass du in dem jungen Alter so etwas erleben musstest. Ich bin dann erstmal essen, Digi. Ah, schade, ey. Schade, Justmeister, Digi. Aber gut. Lass es dir schmecken, Bro. Aber mir scheint es, als wäre es erst gestern gewesen. Ich sehe ihn noch so klar vor mir. Er fehlt dir sicher. Mein Vater war ein wundervoller Mann. Gehen wir weiter. Wir müssen Archie finden. Guck mal, hier ist noch Geld ein bisschen. Wir dürfen keine Kunde.
Ah. Dann können wir noch die Drehze lösen. Mit Flipendo. Wenn wir schon mal hier sind. Das ist ja das Gute. Die ganzen Rätsel können wir lösen jetzt. Schon fast alle Zauber haben. Sammlung Hinterhalt. So, jetzt. Nice. Rebellion. Erwartet, dass dieses Zelt innen so groß ist. Das macht alles etwas komplizierter. Trotzdem erstmal alle looten hier. Muss ich ehrlich sagen. Jetzt erstmal alle, die ich lootet, Baby. So, wollen wir doch mal. Bam. Also. Auf hart ist schon hart. Und der Schwierigkeitsgrad hart ist schon heftig.
in manchen Kämpfen. Natürlich hängt es immer noch davon ein bisschen ab. Arschi. Ist hier irgendwo noch. Ja, ich weiß, dass du hier irgendwo rumchillst. Problem ist. Ich muss noch looten. Ich muss doch looten. Ich hier durch einfach, so richtig arschlochmäßig. Bam. Mit Expelliarmus dachte ich auch nicht, dass es so stark ist. Aber im Kombi soll es doch relativ stark sein. Ja, und viel ausmachen. Hätte ich an sich auch nicht so gedacht. Aber gut. Nehmen wir natürlich mit. Den Gedanken. Ich weiß aber nicht, ich finde Crucio schon am geilsten. Crucio, der normale Schüsse rauf, dann verteilen sich die Flüche. Und dadurch, dass du die Flüche dann verteilst, dann nochmal Avada Kedavra wirken und alle sterben, ist schon extrem stark. Ah, guck mal hier. Archie. Archie Bickel. Woher weißt du, wer ich bin? Deine Mutter hat uns geschickt. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Nicht so laut, Archie. Tut mir leid. Wir müssen das irgendwie öffnen. Sei so laut, wie du willst. Alohomora. Und da gibt es auch einen Trick, dass du das Spiel hier an dieser Stelle auf Story Spiel stellst. Und sobald du es auf Story stellst, kannst du die alle überspringen, die ganzen Rätsel. Finde ich aber an sich Quatsch, weil du willst es ja auch machen. Thorsten! In meinem Stream! Womit habe ich die Ehre verdient, Diggi? Thorsten, mein Hübscher. Ich hoffe, dir geht's gut. Und dir gefällt meine neue Slytherin-Krawatte, mein neues Hemd und meine neue Casting-Slytherin-Robe. Hab mich verklickt. Diesen Wichser. Sehr schön, Diggi. Sehr schön. Bist du leben, Alter. Wie schrecklich, Archie. Danke. Dafür schnappen wir ihn. Aber zuerst bringen wir dich heim zu deiner Mutter. Danke für deine Hilfe. Das ist doch selbstverständlich, Archie. Jetzt bringen wir dich heim. Wir kennen einen sicheren Weg. Hast du eine andere Antwort von mir? Eigentlich nicht, nee. Eigentlich nicht. Aber ich wusste nicht genau, was kommt. Und das war schon echt genial. So, jetzt sind wir wieder hier zu Hause. Jetzt kann ich mich erst bewegen. Jetzt müssten wir damit doch die Quest abgeschlossen haben. Oh, Archie, da bist du. Du bist in Sicherheit. Mutter? Oh, Mutter. Mutter? Vaters Freunde sind in Gefahr. Ich habe meine Entführer darüber sprechen hören. Welche Freunde, Schatz? Mr. und Mrs. Rape. Mr. Filbert. Und Otto haben sie auch erwähnt, glaube ich. Oh. Ich werde mit ihnen, also wenn dein Vater Mr. Wape heißt, wie richtiger, schwierig. Dieses Spiel ist schon echt verdammt gut geworden, finde ich. Ich finde es auch sehr, sehr gut. Wir machen mal kurz die Quest zu Ende und dann erzähle ich dir mal ein bisschen was. Kurz. Die Freunde ihres Mannes sind in Gefahr? Genau wie er. Wie können wir helfen? Sie haben genug getan. Mein Mann war ein mächtiger Zauberer und konnte Harlow nicht besiegen. Nicht, dass dieses Monster auch noch ihnen nachstellt. Macht er ja schon. Wir wollen Sie nicht beunruhigen. Das mit Ihrem Mann tut mir leid, Mrs. Bickel. Vielen Dank und danke, dass Sie Archie nach Hause gebracht haben. Ich kann Ihnen beiden gar nicht genug danken. Es geht ein bisschen auseinander. Mrs. Bickel. Mein Vater sagte immer, der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Wir sind hier, um einander zu helfen. Ich will mehr über Mr. Bickels Freunde wissen und warum Harlow hinter ihnen her ist. Das ich sag dir Bescheid, wenn ich etwas herausfinde. Das ist ein schöner Satz. Deine Hilfe heute. Den werde ich bestimmt im Casten nochmal benutzen.